Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Heute begrüße ich die lieben Löwen, Löwe-Aszendenten und wenn du deinen Mond oder dein Venuszeichen im Löwen hast, dann sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Es ist ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du gerne ein persönliches Reading möchtest, dann ist unterhalb des Videos in der Infobox meine Website verlinkt und du kannst gerne mir ein Kontaktformular zusenden und ich melde mich dann. Liebe Männer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, aber bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau und bitte dreht euch daher um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, genug der Vorrede. Meine lieben Löwen, ja, Feuer, vorwärts gehen, mal brüllen, ja. Ah, das tut gut, ne? Ich sage immer so, dann lieber mal wie ein Löwe brüllen, ja, als alles reinzufressen, ne? Also, das befreit. So, wir gucken mal, was diesen Monat für euch so Schönes ansteht und was so kommt, ja? Was ist die Hauptüberschrift für euch? Auf was dürft ihr euch freuen? Was soll kommen? So, hätten wir gern eine Karte. Eine. Ja, schaut an! Das ist ja spannend. Na, meine lieben Löwen, was gibt's denn da noch, was noch nicht vollendet ist? Wollt ihr nochmal in eine Schleife gehen oder müsst ihr nochmal gehen? Habt ihr noch was zu erledigen? Geht's doch nicht so vorwärts, wie man sich das so gedacht hat? Unvollendete Symphonie. Ich ahne schon, was da kommt, aber ich lasse mich überraschen. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was die Feen sagen. Aber ich denke, die Hälfte von euch, die ahnt jetzt schon, was kommt. Spannend, oder? Das ist doch schön. Wir gucken mal. Manchmal muss man halt erst was vollenden, ne? Ja? Und dann geht das eben nicht, so wie man sich das denkt. So, 1, 2, 3. Naja. Was habt ihr denn hier Schönes? Ach, schau an. Schau an. Balance. Ziehe die Einwände aller Beteiligten in Betracht, Verschmelzung unterschiedlicher Sichtweisen, um eine bessere Lösung zu schaffen. Lass dir Zeit, es gibt keinen Grund zur Eile. Ah ja, Nun ja, dann geh mal in dich und schaff mal ein bisschen Balance und akzeptier mal, was andere sagen, ja? Vielleicht musst du hier auch noch was vollenden, das kann in deinem persönlichen Bereich sein und das kann auch in deinem Arbeitsbereich sein, dass es da noch irgendwas gibt, was zu klären ist, wo man sagt, ja, ihr geht ja auch so vor, ne? Einfach mal vorbrechen. Und hier gibt's was, wo man sich mal Zeit nehmen sollte und sollte noch mal ein bisschen was überdenken und sollte auch mal akzeptieren, was der andere sagt, immer mal. So, dann sagen die Karten aber, und da seid ihr wieder, ja? Und da kommt ihr wieder in eure Gänge. Lass dich von Herausforderungen auf deinem Weg nicht abschrecken. Es ist wichtig, klar und genau zu kommunizieren. Fantastisch neue Ideen, die umgesetzt werden wollen. Ja, na klar kommst du wieder zu neuen Ideen, ja? Klar gehst du vorwärts. Also du bist vom Sternzeichen schon so, ja? Du gehst vorwärts. Du bist mutig und du machst das. So. Das kann jetzt auch ein Prinz sein. So, hier gucken mal. Prinzessin des Frühlings, optimistisch, kreativ, enthusiastisch, dynamisch. Es ist Zeit, deine Träume zu realisieren und unternimm etwas, das deinen Horizont erweitert, lass deiner Kreativität Flügel wachsen. Alles das, was du gern erschaffen möchtest, solltest du jetzt tun. Ja? Es kann aber auch eine Energie sein von einem Menschen, der auf euch zukommt. Und ob es jetzt ein Prinz oder eine Prinzessin ist, ist egal. Jemand, der optimistisch ist, kreativ, dynamisch und der diesen Enthusiasmus macht, ja, der vorwärts gehen will. So wie ihr. Fantastisch. So, und jetzt fragen wir mal das Tarot. Was kommt denn noch so? Was kommt denn für die Löwen? Mal gucken. 5 Karten, bitte. 5 Karten, bitte. Wow! Ich nehme erstmal die Karten auf. So. Schauen wir mal. Ja, meine Süßen, was ist hier los? Was ist hier passiert? Also, wir haben als erstes die 2 der Münzen. Mache ich's, mache ich's nicht, jongliere ich mal ein bisschen. Was tue ich ja? Das sieht mir ganz so aus, als ob es hier irgendwie, naja, unterschiedliche Sichtweisen, ja? Lass dich nicht abschrecken von Herausforderungen. 2 der Münzen, so ein bisschen rumjonglieren. Ich denke mal, hier gab es irgendeine Auseinandersetzung oder irgendeinen Streit.
Ja, und die Balance war einfach nicht hergestellt. Und da ist auch ein bisschen Sturheit dabei bei der ganzen Angelegenheit. Aber das wird sich ganz schnell regeln. Also das ist das Schöne, das wird sich ganz schnell regeln. Man jongliert noch, zwei der Münzen. Was tue ich jetzt, was tue ich nicht, ja? So, dann kommen die acht der Münzen, das kann im Arbeitsbereich auch gewesen sein, weil das ist die Arbeitskarte für mich, das ist die klassische Arbeitskarte oder man arbeitet gemeinsam etwas und weiß das jetzt, okay, ich muss auch mal was anderes akzeptieren, ich brauche mal diese Balance, das ist wichtig. Dann kommt eure Karte, das ist so schön, das ist die Kraft, ja, also ihr werdet wieder in eure Kraft kommen, ihr geht wieder vorwärts, ja, das war wahrscheinlich mal so kurz so, buch. Ja, und dann gab es mal einen kurzen Krach und ja, und ihr kommt aber wieder in eure Kraft, wenn ihr euch das ein bisschen runtergezogen hat. Denn auch bei euch kommt der Magier, kam bei vielen heute. Also es ist so ein Zeitalter, es beginnt was neu, man erschafft was neu, man kreiert sich neu, man geht seinen eigenen Weg. Was tut mir gut? Wo will ich hingehen? Ja, der Magier hat alle Tools in der Hand, der hat Feuer, Wasser, Erde, Luft, ja. Und man kann hier was kreieren, es steht ja auch so da, also lass deiner Kreativität Flügel wachsen in allen Bereichen und das ist fantastisch. Und in einem Bereich wirst du Flügel wachsen lassen, da wachsen nicht nur Flügel, ja, da, ne? Ich sag mal so, ihr könnt euch denken, was es ist. Ja. Es ist das Ass der Kelche, hier fließt was über. Liebe in allen Bereichen, fantastisch. Kann in eurer Arbeit sein. Und wenn ich das so sehe, unvollendete Symphonie, ja? Also ich sehe es mal so, es gab wahrscheinlich hier irgendeine Diskussion, eine Auseinandersetzung im Arbeitsbereich oder in eurem Liebesbereich, ja? Und jeder hatte eine andere Sicht. Und ihr seid ja auch nicht gerade ohne, ja? Ihr schießt ja dann auch vor und sagt, Löwe, brüll jetzt, ne? So, und jetzt balanciert sich das aber wieder aus, weil ihr habt hier noch was zu vollenden, das ist noch nicht vorbei, wenn ihr denkt, hier, Pustekuchen, hier, zieh ich weiter, ich mach das nicht mehr mit, nee. Schön zurück, meine Süßen, und schön Balance, und hier, Aussöhnen ist angesagt, hier ist Aussöhnen angesagt, so sehe ich das. So, jetzt gucken wir mal, was ist denn der Magier, was soll denn hier neu erschaffen werden? Ach, ist das süß. Das ist, wow. Ich habe doch gesagt, unvollendet. Ja? So. Der Magier. Zwei der Stäbe, das ist, ich will nicht sagen, ihr jongliert hier mit zwei Möglichkeiten. Ich sag mal so, zwei der Münzen, zwei der Stäbe. Aber zwei der Stäbe ist so, ja, ich weiß. Aber was mache ich denn jetzt? Welchen Weg gehe ich denn jetzt? Ja? Wenn es hier eine Diskussion gab, wenn es hier eine Streiterei gab, wenn andere Sichtweisen waren, ja, du willst dich ja auch nicht abstrecken lassen, du willst zu der Kraftvolle sein oder die Kraftvolle. Du willst auch Träume realisieren, ja, und du willst auch wahrscheinlich in der Beziehung das so machen, so. Und jetzt stehst du an dem Weg und du weißt aber, ja, also es fehlt, eigentlich kann man das wieder in Balance bringen, eigentlich kann man das doch wieder machen. Ja, und der Magier gibt dir jetzt mal ein Tool dazu, dich mal neu zu erfinden, neue Sichtweisen zu nehmen und deiner Kreativität mal Flügel wachsen zu lassen, weißt du? Und lass dich doch mal an dem Weg stehen und denk noch mal kurz drüber nach, was machst du jetzt, gehst du rechts oder links, ja? Weil, schaut mal, was dann kommt. Das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe, das sind Chancen. Das ist ein Neuanfang, das ist Restart, sag ich immer. Und wenn es hier noch irgendwas mit Menschen gab, dann wirst du das vollenden, weil gibt es einen Neustart. Das kann ich dir jetzt schon sagen, ja? Also der ist da. Und dann ist das schöne 10 der Münzen. Es kann auch im Arbeitsbereich sein. Also hier passiert nochmal was, wo du sagst, okay, ich gehe nochmal in mich, die Balance kriege ich hin, ich setze mich durch, mache das aber auf eine kreative Art. Mache das vielleicht ganz neu, kreiere mich anders, ja? Und dann kommen die 10 der Münzen und das ist klasse. Die 10 der Münzen, absolute Stabilität, auch materielle Stabilität, ja? Hier wird was ausgeglichen, hier wird eine Basis gemacht. Und das ist fantastisch. So, und jetzt gucken wir doch mal, ob wir mal finden, mit wem das Ass der Kelche denn in Erfüllung geht. Mit wem lasst ihr denn hier was übersprudeln? Hm? Mit wem? Was haben wir denn? Ja, das ist eure... Schaut mal. Hier ist was gegangen. Ich sehe das ja, ne? Hier war ein Streit, hier ist jemand gegangen, hier war man ganz traurig. Hm? Hier ist es einfach so.
Ja, das passiert manchmal, weil da gab es eine Diskussion und die Diskussion hat euch dazu gebracht, dass man gesagt hat, jetzt muss ich erstmal, ja, ich brüll jetzt mal und ich will mich durchsetzen. Jeder wollte sich wahrscheinlich durchsetzen, ja, und ihr vor allen Dingen als Löwen. Ja, so, aber man geht nochmal in sich, weil das entstand daraus, 6 der Kelche, ihr wisst, was ich meine, was die 6 der Kelche sind, Kindheitserinnerung, Nostalgie, aber hier sehe ich so, gerade in Bezug auf die unvollendete Symphonie, das gab es mit Menschen aus eurer Vergangenheit, ja, so. Und jetzt habt ihr aber eine neue Chance. Und nun, wie wollt ihr das machen, dass ihr zu eurem Ast der Kelche kommt? Jetzt bin ich ja gespannt. Aber das sind immer so Geschichten, die das Leben schreibt und die immer so spannend sind. Naja, naja. Ja, ja, ihr kommt hin. Schaut mal. Wahrscheinlich seid ihr gegangen und wolltet 8 Kelche haben, weil irgendwas nicht im Balance war, nicht ausgeglichen war, ja? Und dann seid ihr ja so, seid ihr aber doch in eure Mäßigkeit so ein bisschen gekommen, ja? Und hier passiert was, ja? Hier passiert was, wo man wieder aufeinander zugehen wird und das werdet ihr tun. Guckt mal. Und dann kommen die 10 der Kelche, ein emotional erfülltes Leben, ein emotional erfülltes Leben. Da können die Gefühle fließen, ist das nicht schön? So, und jetzt möchte ich mal gucken, ob ich noch irgendeinen Hinweis bekomme, was das für ein Mensch ist, ja? Was ist das für ein Mensch? Ich guck mal. Ach, schön. Oh, ihr könnt... Liebe Löwen, freut euch. Die Nachrichtenkarte, Beobachtungskarte, Nachrichtenkarte. So, dann habe ich die Mondkarte. Das ist so das Unbewusste noch, ne? Ich würde das nicht als Ängste hier in dem Sinne sehen, aber das kann sein, dass ihr es mit einem Krebs zu tun habt. Weil das ist die Mondkarte, ja, die steht halt für den Krebs, ja. Es kann aber auch ein Wasserzeichen sein in dem Sinne, aber der Mond ist meistens so für das nicht Sichtbare, ja, auch was gefühlsmäßig betrifft und das betrifft halt die Wasserzeichen, Fisch, Skorpion, Krebs. Aber es ist mehr tendierisch zur Krebskarte, aber ist egal. Und schaut mal, ihr werdet ein emotional erfülltes Leben mit dem Menschen haben und was das Schöne ist, hier beginnt ein neuer Abschnitt. Ich sehe das ja schon, der Magier, ihr geht kreativ anders ran, ja. Ob es in eurer Arbeit ist und in dem Privatleben sowieso. Ihr werdet euch mal überlegen, wie mache ich das dann, dass wir hier die Balance kriegen, ja? Ihr werdet sagen, was möchte ich denn? Ja, und dann versucht ihr zwar im gewissen Sinne durchzusetzen, aber ihr findet hier eine Balance, dass ihr auch andere Sichtweisen mit reinnehmt. Und das finde ich fantastisch. Und es wird schön, freut euch. Hier beginnt ein neuer Abschnitt für euch. Klasse. Manchmal muss es ja mal richtig krachen, ne? Damit man mal feststellt, so geht's nicht, ja, vielleicht war es auch alles eingefahren und was weiß ich, da muss es krachen, ja, so, und dann muss man wieder diese Balance finden und wieder zueinander finden und das werdet ihr hier tun, das werdet ihr auf jeden Fall tun und ihr seid kreative Menschen und daher mache ich mir nicht die Gedanken, dass ihr euch nichts einfallen lasst, wie dieser Restart funktionieren kann. So, was habt ihr für eine Begegnung, meine Süßen, und was wird daraus? Naja, der will sich doch wirklich... Ach, Mensch. Guckt euch das an. Guckt euch das doch an. Der Baum. Heilung. Hier will sich was verwurzeln. Hier will was Beständiges in euer Leben. Das ist eure Begegnung, ja? Der Baum, das ist ja auch was, was wieder wachsen soll, wie sich verwurzeln soll und was ein Leben lang sein könnte. Und guckt euch das andere an, die Sterne. Das bedeutet für mich... Wunscherfüllung, beschützt sein, ja? Also alles, was diese Begegnung mit sich bringt, das ist für euch so, ja? Dauergrinsen. Ja? Da gehen Wünsche in Erfüllung. Und das könnte für ewig sein. Sag ich euch, wie es ist. Fantastisch. Was wird euch erwarten, meine lieben Löwen? Was wird euch erwarten? Was wird euch erwarten? Was wird euch erwarten? So, das sind die Eulen, die weißen Eulen, das ist Weisheit auch, das ist Kommunikation. Die Ruten, das ist immer Diskussion in Streitgesprächen, das muss nicht sein, das kann auch ein innerliches Auskehren sein, dass man anders kommt. Aber ich will mal noch eine Klärung. Wahrscheinlich streitet ihr erstmal, ja? Das erwartet euch. Ihr müsst erstmal mal streiten, ne? Um das hinzukriegen. Also das ist spannend. Ja, aber der streitet euch ruhig. Ihr findet die Balance, weil das ist spannend. Und dann kommen die Störche. Positive Veränderungen stehen in eurem Leben bevor. Positive.
Und ich sehe ja schon, vielleicht kreiert ihr euch wirklich neu. Ihr kreiert euch etwas anders, ihr stellt euch etwas anders auf, in allen Bereichen, ja? Könnte auch sein, ihr wollt dann auf einmal umziehen, vielleicht zieht ihr mit dem Menschen sogar zusammen, wenn ihr euch wieder mal vertragen habt, ja? Das kann alles passieren. Vielleicht werdet ihr schwanger. Das kann genauso passieren. Die Störche stehen für Schwangerschaft. Wer den Wunsch hat, na nur zu. Ja, also hier so viel Kelchenergie, so viel Liebe wie fließt. Ja, da passiert schon was. Also hier passiert was Schönes, was jetzt in euer Leben kommt. Und das finde ich fantastisch. Ja, und manchmal gibt es halt mal noch so eine Rangelei. Ja, mein Gott. Ja, und hier findet man die Balance. Man kreiert sich neu. Was wird euch überraschen? Was wird euch überraschen? So, zwei haben wir gesagt. Was soll ich sagen? Setzt euch hin, haltet euch fest und freut euch. Erfolgreich, Sicherheit, Herzöffnung, Beziehung, was soll ich noch sagen? Ihr werdet mit Sicherheit eine erfolgreiche, glückliche, schöne Beziehung haben, die euer Herz öffnen wird. Und was euch unwahrscheinlich gut tut. Und das wird euch überraschen, dass das funktioniert. Ja, dieser Restart, der bringt das in euer Leben. Und wenn das niemand ist aus eurer Vergangenheit, ja, dann ist das vielleicht so, dass ihr mit euch selber immer irgendwo gehadert habt. Dass ihr mit euch selber immer so ins Gericht gegangen seid und eure alten Verhaltensweisen manchmal nicht ablegen konntet und immer Recht haben wolltet, wisst ihr? Und nicht das andere akzeptiert hat. Und dann kommt ein Mensch in euer Leben, der führt euch an Grenzen. Und ihr versteht erstmal, nee, also so geht das nicht weiter. Ich muss hier auch mich mal ein bisschen vollenden, dass ich in meiner Balance bin, in meiner Mäßigkeit drin bin, dass ich die Kraft habe, ja? Und das kann genauso gut jeden betreffen, der noch keinen hat. Aber für den größten Teil ist es so, dass hier jemand aus der Vergangenheit, dass sich hier wieder was klärt, dass ein Streit beigelegt wird und dass man hier eine glücklich erfolgreiche Beziehung führen kann, wo das Herzlein wieder geöffnet wird und wo die Liebe wieder das oberste Gebot ist. Und ist das nicht schön? Was kommt Schönes, meine lieben Löwen? Was kommt Schönes diesen Monat? Was kommt Schönes? Was haben wir denn? Ja. Ja. Ja, das sind noch ein paar Unsicherheiten. Das sehe ich ja hier zwei der Münzen. Und hier genauso hat man ja auch die fünf der Münzen. Was hatten wir denn noch? Wir hatten doch noch irgendeine Energie. Muss mal gucken. Ne, wir hatten nur die. Ja. Bisschen jonglieren, bisschen überlegen, was man macht. Genau. So, und dann, ach ja, zwei der Stäbe an dem Weg stehen, noch unsicher sein. Geht man diesen Weg? Macht man diesen Weg? Aber man geht diesen Weg, weil die Brücken sind gefallen. Ja? Menschen, die sich schon kennen, wenn es aus der Vergangenheit ist, die finden wieder diesen Weg zusammen. Das ist einfach so. Und ihr seht ja, erfolgreich. Und Menschen, die sich noch nicht kennen, die werden die Brücke überqueren und am Ende der Brücke wartet jemand und mit dem kann das Leben schön sein. Ja? Egal, was in eurem Leben vorher gewesen ist, ne? Dann klärt ihr euch selber. Aber hier wird was vollendet. Alle, die unvollendete Singles, sage ich mal so, sind und suchen und immer mit sich gehadert haben und. Die können jetzt jemand begegnen, ja, wenn sie mal einen Schritt weitergehen und ihre Sichtweise ändern, wo ein emotional erfülltes Leben passieren kann, wo man Stabilität hat, die 10 der Münzen, alles, was ihr euch wünscht, wo das Herz übersprudeln kann und wo eine glücklich erfolgreiche Beziehung beginnen kann. Und das ist doch fantastisch, oder? Freut euch! Was sagen die Engel der Liebe? Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe? Was haben wir denn? Unerwiderte Liebe, naja, das ist für alle die, die hier sich gestritten haben. Da ist die Liebe nicht unerwidert, ne? Aber da ist man auch so in den Energien drin, dass man sagt, ne, also wenn ich hier nicht recht kriege, dann liebt der andere mich nicht. Weißt du, so in dem Maßstab. Und vielleicht hat er mich auch nie geliebt oder ja, oder wieso gibt er mir jetzt nicht recht oder wieso geht er einfach oder wieso macht er das? So eine Sache. Ich glaube aber nicht, dass es eine unerwiderte Liebe ist von demjenigen, wo jetzt wieder was zusammengeführt ist. Und für die Singles ist es ganz einfach so, wahrscheinlich habt ihr in eurem Leben schon mal was gehabt, wo ihr gedacht habt, meine Liebe wird doch nicht erwidert, was soll das, ja? Und glaubt mal an euch, dann kann das nämlich passieren. Ja, was haben wir denn noch? So, vielleicht gibt es irgendeinen Menschen in eurem Leben, der das immer wieder angetriggert hat. Immer wieder, dass ihr diskutieren musstet. Immer wieder, dass ihr sagen musstet, bitteschön, also
ist mein Standpunkt dein Standpunkt, weil diese Balance war nicht. Und diesen, der kann schon vor 15 Jahren gewesen sein, der das immer wieder hochholt, diesen lasst er jetzt mal los. Ja? Lasst ihn einfach mal los. Beginnt mal mit dem Magier was ganz Neues. Ja? Kreiert euch mal neu, habt Kreativität. So, und dann, meine Süßen, hier kann so viel in euer Leben kommen, entscheidet mal klar, was ihr wollt. Ja? Wenn ihr klar entscheidet, was ihr wollt, dann kann es zu euch kommen. Und glaubt an euch vor allen Dingen, ja? Glaubt an euch, glaubt an eure Kreativität und kriegt die Balance hin und akzeptiert andere Menschen, ja? Vollendet mal selber für euch etwas. Das ist wichtig. Und jetzt gucken wir mal, was die kleinen Herzbotschaften euch noch zu sagen haben. Was wollen die Herzbotschaften sagen? Hätten wir gerne mal 3 Herzbotschaften? Ja klar, super. Ist das schön. Guckt euch das an, ja? Denke stets daran, ich liebe dich. Du wirst mehr geliebt, als du dir vorstellen kannst. Ja, und du denkst, es ist eine unerwiderte Liebe. Pustekuchen, ja? So, dann die Antwort lautet ja. Und wisst ihr, was ja lautet? Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Und das sehe ich auch so. Hier steht eine richtige Veränderung an. Der Magier dreht das nochmal alles. Ne? Du hast alle Tools, um hier einen anderen Weg mal zu gehen. Einen anderen Weg, ja? Erfinde dich. Du bist kreativ. So, und als Abschluss gucke ich nochmal, was die Elben dazu sagen. Eine Karte von den Elben. Spüre die Heilkraft von Klängen und Musik. Ja, du brauchst ja auch schnell auf. Und ich sag mal so, die Heilkraft, dich in Balance zu bringen, such dir doch einfach mal was, wenn du zu sehr bist, was dich so ein bisschen in Ausgleich bringt. Und Musik kann unwahrscheinlich inspirierend wirken. Nutz doch mal die Kraft der Musik. Weil ich sehe hier so schöne Dinge auf dich zukommen, ja? Entweder ist es jemand, wo du dich wieder verträgst, auch in der Arbeit kann es genauso sein, oder es ist in der Liebe, wo wir da wirklich zwei Menschen zusammenfinden, ne? Und diesmal die Balance und den Ausgleich haben und eine erfolgreich glückliche Beziehung. Und für alle Singles ist es so, was alles mal gewesen ist, wo ihr mal ungeliebt war, wo ihr traurig wart und so weiter und so fort. Ja, dann ist das vorbei, ja? Kommt in eure Balance, dann kann wieder was in euer Leben kommen und ihr könnt genauso diese erfolgreich schöne, mit Liebe überfließende Beziehung führen. Und das finde ich fantastisch. Und die Welt ist dabei ein neuer Abschnitt. Und die Welt sagt mir auch immer, ihr könntet jemanden übers Internet kennenlernen. Für alle Singles, ja? Das ist die Welt. Meine Süßen, ich freue mich, wenn euch mein Video gefallen hat. Freue mich über ein Like, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank an alle Abonnenten, an eure schönen Kommentare. Danke. Also ich freue mich wie verrückt. Entschuldigung. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Alles Liebe, Mona. Ciao.